Also am liebsten würde ich das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, würde ich das glatt nochmal wiederholen. Das ist wirklich eine tolle Einführung. Wir hatten jetzt ganz kurz gesagt, in den letzten 2 Jahren haben wir irrsinnig interessante Menschen kennengelernt. Also ich spreche jetzt von mir und du hast mir das gerade bestätigt. Und vielleicht könntest du das nochmal wiederholen. Ja, also mir geht es ja auch so, dass ich in meinem langen Leben ja doch allerhand interessante Menschen kennengelernt habe, immer mal wieder. Und jetzt gerade in den letzten 2,5 Jahren in einer unglaublichen Verdichtung, in einer kurzen Zeit so viele an so vielen verschiedenen Orten, das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und das ist eine neue Qualität, die war vorhin so nicht da. Für mich ist das immer wie ein Kieswerk, weißt du, wo so die verschiedenen Körnungen abgesiebt werden und es finden sich dann die Kiesel, die irgendwie zueinander gehören. Das ist immer so ein Bild für mich. Aber, ja, wir haben uns ja heute getroffen und wollten mal kurz sprechen und du bist ja recht vom Anfang an dabei bei diesen Protesten, bei diesen, ja, Protesten gegen die Maßnahmen müsste man es, oder wie würdest du das formulieren? Wie würdest du das beschreiben? Was ist das für eine Bewegung oder wo du da dein Gesicht für zeigst? Ja, ich würde da gerne ein bisschen ausholen, denn eigentlich hatte ich sowohl in der DDR als auch dann später, nach dem kurzen, die kurzen Illusionen, die ich vom Westen hatte, dann glatt gebügelt waren, noch, das war noch kurz vor der Wende, als ich in Hamburg dann erlebte, wie dort auch mit Wasser gekocht wird und das, was da aus dem Vor-Westfernsehen als Bild ich hatte, eben doch nicht so zutraf. Da war ich eigentlich immer schon zu vielen Sachen sehr kritisch. Und das liegt bei uns auch ein bisschen in der Familie. Also mein Vater, mein Großvater, die haben schon eigentlich seit 1928 biologisch-dynamisch gearbeitet. Also das, was heute noch Pioniere genannt wird, wenn jemand Biofeld, Landwirtschaft betreibt, das haben die 100 Jahre, 90 Jahre früher gemacht. Und ich bin auf so einem Hof aufgewachsen und habe immer erlebt, wir sind irgendwie anders als große Masse. Und habe das aber nie als irgendwie im Begegnen mit anderen Menschen als ja, irgendwie was Belastendes erlebt, sondern eher als eine Sache, eigentlich tun mir die leid, die das nicht so erlebt haben wie ich als Kind. Und also jetzt erlebte an Beginn dieser Corona-Zeit, was mit Kindern gemacht wird, ohne dass man irgendwie klar begründen kann, dass von denen irgendwelche Gefahren ausgehen, dann plötzlich Masken tragen, stundenlang in Schulen, in Bussen, die Großeltern nicht besuchen. Wenn ein Kind im Krankenhaus ist, die durften die Geschwister nicht besuchen, nur ein Elternteil und solche Sachen. Das war für mich also eine Sache, das konnte ich nicht akzeptieren. Und ich erinnere mich gut an meine erste Ansprache in Naumburg auf dem Marktplatz. Da ging es genau um diese Kindheitssituation. Und ich hatte damals dieses Bild dargestellt. Einerseits, wie unter Friedrich II., Stauferkaiser, ein Versuch gemacht wurde, das ist auch schon um die 800 Jahre her, Kinder so aufwachsen zu lassen, dass Erwachsene mit ihnen nicht sprechen, dass die nur hygienisch klar sauber aufwachsen und die sind alle ausnahmslos gestorben. Und darum hatte ich versucht, deutlich zu machen, dass Kinder einfach diese menschliche Beziehung, Sprache, Gefühle ausdrücken, umarmen und so weiter brauchen, Nähe, menschliche Nähe brauchen und dass die einfach wirklich bis ins Physische, bis in ihre Leiblichkeit hinein verkümmern müssen unter solchen Maßnahmen. Und das konnte ich überhaupt nicht akzeptieren. Also ist das eine Form von Mitgefühl jetzt für beispielsweise Kinder oder Alte, die dich da bewegt haben, das auf die Also, Beine zu stellen? ja, also mir ging es vor, also in erster Linie um die Kinder, dann auch um Alte, ich bin ja auch nun schon einigen Jahren Rentner. Mich selber hat ja relativ wenig betroffen. Ich lebte auf dem Land und ich hätte in einem Haus, im Garten und so weiter leben können, ohne dass mich das weiter betrifft, außer beim Einkaufen. Aber ansonsten kaum. Aber die Sache mit den, also gerade was Kinder betraf, später habe ich auch dann noch ja, mehr aus der Nähe erlebt bei Freunden, die dann tatsächlich die Schwierigkeiten hatten, ihre Eltern im Krankenhaus und im Altersheim nicht mehr besuchen zu dürfen. Und wenn ich mich erinnere, wie mein Vater, als der
vorm Sterben im Krankenhaus lag, war das Wichtigste. Er wollte dort wieder raus, zu Hause, unter seinen Kindern, in deren Umkreis sterben und diese menschliche Nähe nochmal erleben und da in Frieden über die Schwelle gehen, in Tod. Und das war den Menschen ja alles verwehrt. Und für mich war das dann so eine Art, wie soll ich sagen, das, was man sonst eigentlich mit Foltermethoden macht, Menschen isolieren, das war plötzlich eine Massenerscheinung. Das hat dich ja, empört. Das hat mich wirklich... weil du auch vorhin DDR gesagt hast, ein gewisses Ungerechtigkeitsempfinden oder Gerechtigkeitsempfinden, wenn das gestört ist, dann kocht das Blut oder ja, also für mich war klar, da muss ich handeln. Ja. 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 Und ich habe allerdings ganz am Anfang, bevor das losging mit dem ersten Lockdown damals im März 2020, das so eingeschätzt, wir hatten vorher schon mal die Vogelgrippe und Schweinegrippe und solchen Kram. Und da dachte ich, gut, jetzt treiben sie die nächste Sau durchs Dorf und dann wird genauso eine Luftnummer, am Ende ist gar nichts. Und plötzlich wurde es ernst. Und das, nachdem sie ein paar Tage vorher noch deutlich gemacht hatten, es gäbe Gerüchte, die Regierung hätte vor, irgendwelche Maßnahmen, strengen Maßnahmen zu machen. Das sei nicht so, ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber das wurde bekannt gegeben. Und kaum war das bekannt gegeben, ein paar Tage später kam der Lockdown und eigentlich unmögliche Verhältnisse, die auch, wenn man selber ein bisschen Ahnung hat von Krankenpflege, ich habe mal Krankenpfleger gelernt und da gearbeitet, auch ein paar Jahre. Und meine erste Frau war Ärztin, also das ist nicht so ganz weit weg. Das widerspricht auch allen Erfahrungen, die bis dahin praktiziert worden sind, im Umgang mit Kranken. Also so eine Panik zu machen, das macht Leute krank. Und also jeder Arzt, der mal Notarzt gearbeitet hat oder Pfleger, der da mit solchen Sachen mal zu tun hatte und an eine Stelle kommt, wo Leute in einen Unfall verwickelt waren oder sonst irgendwie. Das Erste ist, keine Panik machen, beruhigen. Und jetzt wurde überall genau das Gegenteil gemacht. Angst, Panik bis zum Umfallen. Also diese Wendigkeit in der Berichterstattung und dann letztlich auch in den Verordnungen. Erst wird gesagt, nee, machen wir auf gar keinen Fall, dann kommt es doch. Und die ungenügende Begründung und eben das gestörte Gerechtigkeitsempfinden. Das haben wir schon drei Punkte. Ne? Also, und das bringt Hans Günther auf die Palme. Ne? Das geht gar nicht. Gab es denn einen Moment, wo du sagst, also an dem Punkt ist das Wasser übergelaufen, also das Fass, der Tropfen hat es zum Überlaufen? Ja, das waren die Maßnahmen mit dem Lockdown, als das anfing. Also ganz allgemein, du hast das beobachtet von deinem Gärtchen aus und hast gesagt, oh, das ist, jetzt müssen wir hier aktiv werden. Hast du da andere Menschen gekannt? Oder? Also zu der Zeit hatte ich noch keinen Kontakt zu irgendjemandem, der auch irgendwie protestieren oder sonst was. Hast du dich auf den Markt gestellt und hast gesagt, ich suche jetzt Leute, die mit mir Protest machen? Oder? Nee, ich habe erst mal ein Schildchen gemacht, Grundgesetz statt Corona-Faschismus und das in mein Auto, in die Heckscheibe geklebt. Ja. Und daraufhin sprachen mich dann Leute an. Verständnisvoll oder beides, unverständlich? Beides. Mhm. Mhm. Also einige haben mir einen Vogel gezeigt und andere kamen auf mich zu und sprachen mich an und das war dann sehr interessant und unglaublich schnell tiefgehende menschliche Gespräche. Glaubt man nicht, und, ne? Was auf Pappschild. Bis dahin, ja. An der Schranke gestanden. Jemand, ein paar Autos war da hinten, steigt aus, kommt nach vorn, bedankt sich, dass ich das da, weil das gesehen hatte, da drin habe. Und wir sprechen und müssen uns nur beeilen, weil die Schranke aufgeht und abbrechen. Aber. Also, weil du vorhin auch gesagt hast, also das klang jetzt so raus, Hamburg vor der Wende, also ist es jetzt nicht notorisches Querulantentum. Ich bin hier dagegen, egal ob die Sonne im Osten oder im Westen aufgeht. Das ist wurscht. Ich will, dass die im Süden aufgeht. Oder es ist halt dieses gestörte Gerechtigkeitsempfinden, Unverständnis für das, was dort beschlossen wird und ungenügende Erklärung. Ne? Wenn ich es jetzt nochmal so zusammenfasse. Ja, in meiner Biografie ist das, wenn ich hier zurückblicke, ganz deutlich. Also ich habe schon als Schüler auch immer mich mit um andere Kinder gekümmert, die so ein bisschen ausgegrenzt waren und Schwierigkeiten hatten. Und da ich in der Regel als Schüler damals anerkannt war, konnte ich mir das auch leisten und ich wurde deswegen nicht gemobbt, sondern das ging einfach. Und später habe ich, als ich meinen Beruf suchte,
nach der ersten Ausbildung, wo ich nicht wusste, warum ich das eigentlich mache, aber ich habe sie dann fertig gemacht in der Industrie und wollte dann was Richtiges machen, bin ich dann in die Heilpädagogik. Und dann war einfach eine Lebensaufgabe die Arbeit mit Kindern, die im Leben Schwierigkeiten haben. Das ist ein schöner, wertvoller Beitrag für die Gesellschaft. Und dann war natürlich das, was dann plötzlich auftauchte vor 2,5 Jahren, die totale Katastrophe. Und was hoffst du oder was hofftest du damit zu bewegen, zu bewirken? Hast du Veränderungen im Sinn gehabt? Also am Anfang ging es eigentlich noch vor allem darum, weil ich dachte, wie können Menschen das einfach hinnehmen? So eine Art Aufruf, das nicht einfach alles mitzumachen, sondern menschlich zu sein in dieser Zeit. Weil ich habe das wie eine Art, klar, am Anfang war es noch, dass man sagen könnte, es hätte ja vielleicht so sein können, dass es was bewirkt, aber also wenn man nicht Ahnung hat, wie normalerweise mit solchen Krankheitssituationen umgegangen wird. Andererseits, dass dann Ärzte mitmachen, das hat mich schon sehr gewundert. Aber ich hatte immer noch gehofft, also jetzt ein bisschen durch die Medien hypnotisiert und wenn man darauf aufmerksam macht, dann wird das vielen klar und dann zerfällt das Ganze in sich selbst. Weil das nur klappt, wenn alle mitmachen oder viele mitmachen. Und ich war dann ein bisschen geplättet, dass es eben dann nicht so gewirkt hat, sondern dass, klar, ich traf den Menschen immer mehr, mit denen man darüber sprechen könnte, auch offen darüber sprechen könnte, die dann auch vieles ähnlich gesehen haben. Und das bewirkte aber im Ganzen eigentlich nichts. Und dann waren so für mich besondere Erlebnisse damals im Sommer 2020, diese beiden großen, riesigen Demos in Berlin. Ja. Also auch diese Stimmung dabei, was sie dann auch uns vorgeworfen worden ist, wir hätten da so eine Art Volksfeststimmung gehabt. Aber und wenn? Das war doch genau richtig eigentlich. Ja? In dieser total sozial zerrütteten Zeit, dann mit unglaublich vielen Menschen, man kann sich streiten über die Zahlen, aber dass die 25.000 oder 17.000 gab, was gesagt worden ist, viel zu wenig waren, also viel zu tief gegriffen ist, dass es in Wirklichkeit also mindestens ein paar Hunderttausend gewesen sein müssen, ist für jeden, der dort war, offensichtlich. Na ja, eine seriöse Quelle. Und das, was da an einerseits fröhlichen, friedlichen, menschlichen Stimmung da war und gleichzeitig für mich auch überraschend und begeisternd, nach dieser Massenveranstaltung keine Vermüllung, weder der Straßen noch der Plätze, wo wir waren, sondern das war alles also nicht wie nach der ordentlich in Papierkörbe gepackt und so weiter. Die waren zwar übervoll, aber es war alles ordentlich gemacht. Es gab keine Gewalt und nichts, außer dass provoziert wurde. Ich will nicht mal sagen Polizei, ob das wirklich alles Polizei war, weiß ich nicht, aber von Uniformierten, sage ich mal. Ja. Aber das war damals ja auch noch, jedenfalls was ich erlebt habe, relativ harmlos. Später habe ich dann viel schlimmere Sachen erlebt. Ja, 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 ja. Und das war einfach ein Ereignis, wo ich denke, das hat was bewirkt, das kann man nicht mehr aus der Geschichte tilgen. Und als dann die Bilder davon, weil ich weltweit durch die Medien ging und ich dann erlebt habe, dass auch unsere kleine Naumburger Gruppe dann auf den Titelseiten von Zeitungen rund um die Welt war, das war begeisternd. Und mutmachend weiterzumachen. Mit der Dresdner Geschichte da, ne? Darauf spielst du an. Hm? Das war mit der Dresdner Geschichte, darauf spielst du an. Nee, das war in Berlin noch. Mhm. Da hatten wir diese Bilder, wir sind die zweite Welle und sowas, also diese Transparent. Und das war ja sogar auf dem Sydney Morning Herald. Und also wirklich weltweit habe ich das gefunden, auf irgendwelchen Zeitungen und Medien. nun sagst du, mit diesen Protesten ist, ich sag mal, dieses landesweite Aufwachen oder bevölkerungsweite Aufwachen hat sich nicht eingestellt. Ne? Hatte ich richtig verstanden vorhin. Und doch, ich sag mal, auch heute noch, ne? Also hast du eine Versammlung angemeldet. Warum machst du denn das dann immer noch? Das muss doch einen Grund haben. Also deine erste Intention, deine erste Erwartung hat es sich nicht erfüllt. Und jetzt bist du aber immer noch unterwegs, organisierst, trägst bei. Wie kommt das? Inzwischen hat für mich das eine viel, viel größere Dimension. Es ist nicht mehr nur irgendwie ein Missmanagement bei einer Krankheitswelle, die ich gar nicht mehr so ernst nehmen kann,
sondern es steckt viel mehr dahinter. Also, und es ist inzwischen so viel deutlich geworden an Fakten, dass im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit war, irgendwie signifikant sowas zu merken, war einfach nicht da. Es wird die Impfung durchgedrückt, es wird geframed noch und nöcher in den Medien. Jeder, der irgendwie sich dagegen stellt, ob das jetzt Ärzte sind, ob die als Journalisten irgendwo sind, die werden in eine rechte Ecke geschoben und zum Teil Konten gesperrt, zum Teil sogar Hausdurchsuchung und überfallen richtig gehend. In einer Art, wie ich mir das in Deutschland vor gut 2,5 Jahren nicht hätte vorstellen können. Und da wird für mich dann sehr deutlich, da steckt noch eine ganz andere Größe an Agenda dahinter. Und das ist hier mittlerweile auch immer deutlicher geworden, dass was eigentlich jetzt angestrebt wird, ist eine totale diktatorische Herrschaft mit dem Great Reset. Naja, wenn du das im Kleinen schon nicht, ich sag mal jetzt, aufklären konntest, bekämpfen, was auch immer, ganz am Anfang, was versprichst du dir davon, jetzt immer noch Protest zu organisieren? Und das ist ja erstmal okay, das ist da ist irgendwas Monströses. So jetzt als persönliche Befürchtung, als reale, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu besprechen, inwiefern das jetzt eingebildet ist wie ein Kind im Dunkeln, was Angst hat, oder ob da wirklich was ist, ne? Dann könnten wir vielleicht noch. Aber zu sagen, naja, ich melde jetzt einen Protest an. Jetzt die Erwartung würde mich interessieren, die du daran hast. Also, das eine ist so ein psychologischer Effekt in mir. Ich gehöre zu den Menschen, ich weiß nicht, wie viel es davon gibt und ob das viele oder wenige sind, aber mir geht es so, wenn ich eine Sache sehe, die mich irgendwie bedroht, bedrängt, dann spüre ich diesen Drang, dagegen was zu unternehmen. Und besser als gar nichts zu tun. Ja. Ich will dem nicht ausgeliefert sein, ich will handeln. Ich meine, man findet ja auch Gemeinschaft dadurch. Ja. Man ist ja dann nicht alleine. Dieser Bedrohung, kommen wir ja noch darauf zu sprechen, ausgesetzt. Das ist der zweite Aspekt. Das eine ist in mir dieser Drang, jetzt will ich handeln. Ich will dem nicht passiv ausgeliefert sein. Dazu kommt, was wir am Anfang schon gleich hatten, diese unglaublich vielen intensiven menschlichen Begegnungen, die was Beglückendes haben, was richtig Beglückendes, in so einer Freiheit, freilassenden Art auch. Wir sind ja nicht in allen Sachen gleicher Meinung. Wir können das tolerieren, wir können darüber sprechen und wir können das friedlich machen. Eigentlich wäre das vorbildhaft. Und dass sowas möglich ist, das zeigt doch, dass man so einfach menschlich, friedlich miteinander umgehen kann. Und so kann man Gesellschaft organisieren. Und ich glaube inzwischen nicht mehr, dass das jetzt in einer relativ kurzen Zeit irgendwann vorbei ist und sich klärt, wie ich das am Anfang eher ein bisschen gehofft hatte, sondern ich bin überzeugt, das ist eine Sache, die wird sich noch lange hinziehen, weil bei allem, was rauskam, es wurde einfach übergangen und weitergemacht und trotz fehlender Argumente einfach weitergezogen, dieses Framing und was weiß ich und der Impfdruck. Man weiß inzwischen, welche Mengen an Schäden die Impfungen machen, dass sie aber weder die Krankheit verhindern, noch einen schweren Verlauf verhindern. Sie verhindern nicht das Anstecken, sie verhindern eigentlich gar nichts. Sie haben nur Schäden und es wird weiter mit einem irrsinnigen Aufwand durchgezogen. Und da ist für mich deutlich, das hat keinen Sinn, hier nachzugeben. Denn man muss was machen. Und wir müssen uns Freiräume schaffen, auch wenn das noch Jahre dauern wird, Freiräume schaffen, wo wir dann als Menschen leben können und wo dann Menschen, die vielleicht noch dazukommen, auch mitleben können. Nicht uns abkapseln, aber Räume, wo dieses System so mit dieser Brutalität, mit diesen Mitteln einfach ins Leere greift, weil wir nicht mitmachen. Parallele Ausweichräume. Ja. Habe ich es richtig verstanden? Eine Art Parallelgesellschaft, ja. Und letztlich. Ja, ganz parallel wird es ja nicht gehen. Dort also. Auch Modelle des Zusammenlebens entwickeln, die dann im Großen angewendet werden können, weil das irgendwann muss das zusammenbrechen. Das kann nicht auf Dauer sein. Ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht, aber ich hoffe.
Ja, wünsche ich uns. Also, dass sich was verändert, auf jeden Fall. Ja. Du hast vorhin von einer Bedrohung gesprochen. Kannst du das konkreter machen oder ist das tatsächlich jetzt irgendwas Diffuses? Hast du da konkrete Anhaltspunkte? Oder ist das jetzt irgendeine Verschwörerei, eine kindliche Angst oder hast du da konkrete Anhaltspunkte? Also, ich muss gestehen, ich habe selber persönlich relativ wenig Angst. Und zwar ist das eigentlich seit der Zeit, ich war mal im Stasi-Knast, davor hatte ich Angst, dass das genau das passieren könnte. Und die ersten Wochen da drin auch. Und nach einigen Wochen war das überwunden. Und eigentlich seitdem kann ich sagen, mit einer gewissen ehrlichen Überzeugung, ich bin relativ angstfrei. Nicht völlig, aber es gibt wenige Sachen, die mir irgendwie noch ein bisschen Angst machen. Um mich jedenfalls. Aber ich mache mir Sorgen, hatte ich am Anfang schon gesagt, auch ne, Kinder und so weiter, die diese Kräfte gar nicht haben können. Und das kann man erst haben mit einer gewissen Lebensreife. Dann, dass es real bedrohlich wird. Das eine ist, Leute verlieren ihre Existenz. Meine Frau als Geigerin mit Maskenattest durfte nicht mehr in der Musikschule unterrichten, weil das Maskenattest nicht anerkannt wird. Angeblich steht die Hausordnung über dem Grundgesetz und sie hatte ein Hausverbot und durfte dann dort nicht mehr unterrichten. Und das ist hier nicht ein Einzelfall gewesen. Inzwischen kenne ich viele, die irgendwie Probleme kriegten, weil sie bestimmte Sachen nicht vertragen, nicht mitmachen und so weiter. Im ganzen Gesundheitswesen ist es zurzeit ja völlig tragisch, dass Pflegepersonal bedroht wird mit Strafen, mit gepfefferten Strafen von über 2000, 2.500 Euro und so weiter, ne, als Bußgelder und Jobverlust und so weiter, wenn sie sich nicht impfen lassen mit einer Impfung, die nur eine bedingte Zulassung hat, die eigentlich nie erprobt ist, wo es bis heute also keine wirklichen saubere Arbeiten, Grundlagen gibt, was da abläuft, außer dass man weiß, dass er viele Nebenwirkungen hat und dramatische Nebenwirkungen, das Vielfache von dem, was alle anderen Impfungen bis dahin hatten. Und zwar nicht nur in der Gesamtmasse, sondern auch auf eine bestimmte Anzahl von Menschen bezogen, deutlich höher der Prozentsatz mit Nebenwirkungen und mit schweren Nebenwirkungen. Und also das sind Sachen, die kann man nicht tolerieren, da muss man was gegen machen. Und da ist eine Bedrohung, die real ist für sehr viele Menschen. Und wenn ich dann weiter gucke, was sonst alles noch sich in den letzten Jahren entwickelt hat, mit einer Überwachung, mit ja, Abschaffung von Bargeld, die uns droht, mit Notlagen inzwischen jetzt auch durch Kostensteigerungen an vielen Stellen, Energie und so weiter, wo dann zwar hat man diesen bösen Russen, der angeblich schuld sein soll, aber der liefert immer noch Öl und Gas. Und Nord Stream 2 wird nur nicht aufgemacht, weil man das nicht haben will. Und bei dem anderen, Nord Stream 1, darf nicht funktionieren, weil dann wegen der entsprechenden Anordnungen die Kanadier die Ersatzteile nicht liefern, die dort repariert wurden oder so ähnlich. Also eigentlich wird ganz gezielt eine totale Katastrophe, ja, produziert, gemacht. Denkst du, das kannst du verhindern und ändern? Ich werde das nicht verhindern können, aber ich kann nicht allein, aber mit Menschen zusammen, und inzwischen gibt es ja sehr viele, die das auch sehen, Formen schaffen, wo wir vielleicht auf manchen Luxus verzichten müssen, aber durch die Gemeinschaft und das, was wir da an Möglichkeiten im Zusammenleben, im gegenseitigen Helfen, im Austausch, Sicherheit, Vertrauen ja, geben. einfach uns unterstützen und bis in reale Hilfen hinein, dass man, was weiß ich, auch Lebensmittel austauscht, alles Mögliche, sich gegenseitig hilft mit auch finanziell und sonst wie. Hat sich da schon etwas entwickelt Ja, jetzt in der ja, Zeit? ja. Da erlebe ich durchaus gute Anfänge. Noch längst nicht ausreichend, aber Anfänge, die weitergeführt, weiterentwickelt werden müssen. Und da erlebe ich dann auch, dass da eine Möglichkeit ist, über soziale Formen weiterzuarbeiten, die nach dem Ersten Weltkrieg schon mal versucht wurden, Dreigliederung zum Beispiel, wo Steiner damals versucht hatte, das in die Welt zu bringen, um das, was staatliche Strukturen sind,
also Rechtswesen und so weiter, loszutrennen von dem, was Wirtschaftsleben ist und von dem, was eine Art Geistesleben, Bildung und so weiter und Kunst alles ist. Hat das schon mal irgendwo funktioniert? Ist das schon mal ausprobiert worden? Also in, noch nicht in großen Zusammenhängen, aber in kleinen, da wo es probiert wird, da ist das, schafft es unglaubliche Möglichkeiten. Und wo ich es erlebt habe, in der Schule, wo ich dann 25 Jahre war und wir unsere ganzen sozialen Strukturen, bis in die Gehaltsordnung, alle selbst gemacht haben, selbst gestaltet haben und unterschieden haben zwischen dem, wo Freiraum herrscht, also da, wo ein Lehrer unterrichtet, muss er die Freiheit haben, das so zu machen, wie er es für richtig hält, wie er aus dem, wie er die Kinder da hat, wie er das durchschaut, machen kann. Natürlich ist da sinnvoll, Gespräch zu haben, gegenseitig auch zu helfen, aber da muss ein Freiraum sein. Während im, wenn es jetzt geht, eine Gehaltsordnung zu machen, da geht es nicht darum, Freiraum zu haben, dass jeder sich nimmt, was er will, sondern da geht es darum, so sozial zu denken, dass wir gemeinsam, und das haben wir dort gehabt, einen kleinen Gehaltskreis, der das Vertrauen der anderen Kollegen hatte, und da wurde auch drauf geguckt und drum gerungen, wie verteilen wir die Gelder, die wir haben, so, dass sie dem, was gebraucht wird, in Familien oder Einzelnen gerecht werden. Und da konnte jemand ohne eine abgeschlossene Lehrerausbildung mehr haben als jemand, der vorher Oberstudienrat war, weil der eine vielleicht alleine war und der andere hatte eine Familie mit Kindern. Also schon ein sozialer Aspekt. Also nicht drauf gucken, was habe ich irgendwann mal früher gemacht, sondern wie sind jetzt die Bedürfnisse und die realen und wie kann man damit umgehen und das sozialverträglich irgendwie machen. Also, und das könntest du dir auch als großes Projekt vorstellen. Versteh meine Frage bitte nicht falsch. Nicht, weil etwas noch nirgends ausprobiert worden ist, muss es ja blöd sein. Ich meine, klar ist, dass die Globalisierung nichts Gutes bringt. Okay, wir haben ja in Mitteleuropa, in Nordamerika einen hohen Lebensstandard. Aber für die gesamte Menschheit hat es nichts gebracht. Und Widersprüche werden immer größer, sehen wir es in Erwachsenenkriege und so weiter. Und da ist ja im Grunde genommen jeder Ansatz willkommen, etwas anders zu probieren, so wie der Feudalismus sich einst überlebt hat. Ne? So. Ja. Mhm. Wobei ich nicht sagen würde, dass das an der Globalisierung an sich liegt, sondern an der Art, wie es gemacht wird. Also, dass man es auch anders machen kann, das zeigt zum Beispiel diese Produktion vom Fairphone. Ein Handy, was weitgehend mit sozialen Kriterien produziert wird und klar, man kriegt das dann zurzeit nicht hundertprozentig hin, weil wir in einem bestimmten Weltwirtschaftssystem, was einfach Raub der Kapitalismus ist, drin leben. Aber selbst das ist ja weitgehend möglich gewesen beim Fairphone. Das wird ja heute noch verkauft und ist eine gute Sache. Natürlich teurer und die Menschen müssen bereit sein, dafür mehr auszugeben, aber es machen ja doch so viele, dass es geht. Und ich bin überzeugt, wenn an den Stellen, wo Leute mit Verantwortung wirtschaften, das sind ja mehr als man denkt, und die nicht gezwungen werden, asozial zu wirken. Ja, ich weiß, und wenn die mit den Menschen zusammenkommen, nicht mit allen, aber eben vertretungsweise mit bestimmten Repräsentanten von denen, wo ihre Produkte hingehen, oder auch die Produzenten untereinander, die sich gegenseitig zuarbeiten, da ist man doch viel weniger geneigt, jemanden übers Ohr zu hauen, sondern auch auf das zu hören, was der andere Mensch erlebt, als wenn man das nur so abstrakt irgendwie am Rechner hat und reine Gewinnoptimierung steht. Ja, das müssten ja dann grundlegende Neuanfänge sein, wenn man das so organisiert. Und eigentlich möchte. Muss man nur die Menschen zusammenbringen. Also, ich habe immer erlebt, wenn man die Menschen zusammenbringt, dann sind plötzlich Sachen möglich, die vorher abstrakt nicht möglich sind. Und dann, wenn jemand hört, was der andere sagt, wie der bestimmte Sachen erlebt und man kann darauf eingehen, dann kann man den nicht einfach, ich sage mal bildlich, wirtschaftlichen Messer in die Brust rammen. Und das System funktioniert eigentlich nur so, weil das immer möglichst die, die es betrifft und die den Gewinn haben, auseinanderdividiert sind und sich gar nicht erleben gegenseitig. Man schafft dazwischen eine tiefe Kluft und in der menschlichen Begegnung ist so, taucht bei vielen sofort was an. Klar, es gibt Kriminelle, aber bei vielen Menschen, wenn man das den anderen Menschen erlebt, da wird innerlich was angesprochen, was dann anders wirkt als, na? Da kann man nicht so brutal sein plötzlich.
Das geht nur, wenn man die anderen Menschen verteufelt. Wie es in Kriegen gemacht wird, jetzt wie in der Ukraine wieder, ne? Da sind die Russen die bösen Teufel und so weiter. Aber reale menschliche Begegnungen, da klappt das so nicht. Ja, doch gelingt es ja immer wieder, ne? Du sagst es ja, wenn Völkerschaften, Religionen gegenseitig ausgespielt und aufgebracht werden. Ja, aber sobald man die als Menschen zusammenbringt. Ich war jetzt im Mai mit der Schule, wo ich früher war, der Oberstufe, waren wir in Frankreich zu einem Projekt und haben dort einer Waldorfschule in Frankreich bei einigen Sachen mit aufgebaut, geholfen, Arbeiten gemacht. Und da kamen Begegnungsstände natürlich zwischen Schülern aus Hamburg und Schülern aus Frankreich. Und auch Kollegen, Lehrer natürlich. Und am Schluss sagte ein Schüler im Rückblick, das, was wir hier machen, das ist ja richtige Friedensarbeit. So wünscht man sich das. Ja. Und der hat vollkommen recht gehabt, der hat die Sache erfasst, ne? Diese menschliche Begegnung, gemeinsam arbeiten, das schafft so einen sozialen Boden, die würden die nicht gegenseitig in den Schädel einschlagen oder aufeinander schießen. Und selbst im Ersten Weltkrieg gab es die Situation, die wurde natürlich möglichst schnell verhindert, dass sich Weihnachten an der französischen Front deutsche und französische Soldaten so zusammen getroffen haben, dass die gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. Fußball gespielt und ja. Diese Geschichten. Also die hätten die näher weiter Krieg machen lassen können dort, die müssten sie versetzen woanders hin, damit das noch funktionierte. Und wie geht's weiter mit deinen, mit deinem Engagement? Also für mich ist jetzt ganz wichtig, einfach, das eine klar, das Demonstrieren geht weiter, die Montagsspaziergänge, auch andere Sachen, auch Sachen veröffentlichen, publizieren und so weiter. Aber es muss auch jetzt was kommen, wo wir untereinander wirklich schon in diesen Freiräumen, die wir haben, Formen entwickeln, wie wir zusammenleben können. Sei es, dass wir mit einer Art sozialer, also Landwirtschaft, wo wir nicht mehr nur einzelne Stücke kaufen und gucken, wo ist es günstiger, sondern dass jemand, der bereit ist, ein Stück Land bearbeitet, der von der Gemeinschaft Menschen, die da die Produkte brauchen, finanziert wird und er die Produkte an die, die ihn finanzieren, abgeben. Und da kann es sein, dass es mal in einem Jahr mehr gibt, weil die Ernten besser sind, im anderen Jahr weniger und bestimmte Sachen nicht gibt. Aber dann ist seine Existenz nicht davon abhängig, ob es gerade das Wetter richtig ist, sondern der wird und wie der Großhändler drauf ist. Ja, und, ja. Ja. Und dadurch, dass das dann wirklich menschlich erlebt werden kann, man dort auch hingehen kann, dort damit helfen kann, erlebt, wie das ist, dann hat auch jeder Verständnis, wenn mir irgendwas schief geht und mal nicht so gut klappt, wie im Jahr davor vielleicht oder so. Da kann man doch Rechenschaft legen. Ja, und das kann man, da kann man drüber sprechen und da kann die, und wenn mal was auch menschlich nicht so klappt, da kann man drüber reden und kann das klären. Wie mit der Schule, was du vorhin. Genau, das ist dann eine völlig andere Geschichte, als wenn man nur sagt, nee, Kaffee nicht mehr. Dann wird das, kommt das Ganze in eine menschliche Verbindlichkeit und ist dann, ja, ein bisschen das Prinzip, was man sonst in der Familie hat, man ist füreinander da, wird dann auf einen größeren sozialen Zusammenhang gebracht. Und trotzdem hat jeder auch seinen individuellen Bereich und man muss nicht so alles persönlich aufstecken, man kann Mensch bleiben, der eine raucht, der andere nicht, der eine trinkt Bier, der andere nicht und so weiter. Und das spielt alles gar keine Rolle, weil das kann man dann tolerieren. Mhm. Das ist quasi, was wir vorhin gesagt haben, Freiräume. Parallelräume. Und mit Schulen ist ja auch so eine Sache. Also, was ich am Anfang sagte mit den Kindern, im Grunde brauchen wir ganz andere Schulen. Das habe ich schon vor vielen Jahren vertreten. Pädagoge, ja. Damals hat das kaum jemand verstehen wollen. Wenn ich in der damals gesagt habe, ich finde unser Schulbildungssystem ist eine Katastrophe, ist eigentlich überhaupt nicht kindgemäß, dann war ich damit irgendwie ein Exot mit dieser Haltung. Ne? Inzwischen gibt es unglaublich viele Leute, die ich treffe und die sagen, also wir brauchen andere Schulen. Und zwar müssen die Kinder einfach nicht nur verkopft lernen, sondern die müssen auch lernen durch Praxis, also mit Begeisterung, mit den Händen was tun, was machen und dann auch verstehen lernen, was sie tun, aber wirklich als Vollmenschen was lernen und nicht nur intellektuelle Köpfe, wo dann ein bisschen was dran bammelt. Denen fehlt das Schöpferische, ne? Also das Kreative, überhaupt zu verstehen. Ich kann, das hatten wir vorhin,
Das ist recht interessant gewesen. Alles, was Menschen erschaffen haben, ist ursprünglich im Geist entstanden. Ja, Und dann genau. über die Hände, über Materialien und so weiter. Und das ist das, habe ich richtig verstanden. Das ist die eine Seite. Und das andere ist aber auch diese Erlebnisse. Als ich Kind war, gab es noch selbstverständlich in jedem Dorf auch Handwerker. Ein Stellmacher oder ein Tischler, ein Schmied und so weiter. Und ich bin, auf dem Bauernhof war es so, ich bin als Kind dahin, habe mir das angeguckt und da war ich bestimmt nicht der Einzige. Ja, der Großvater schickt hier, geh mal vor, lass das mal machen. Ne? Ja, und wenn heute Kinder irgendwo aufwachsen, die erleben ja von solchen Sachen gar nichts mehr normalerweise. Und selbst der Vater oder die Mutter, wenn die auf Arbeit gehen, sind sie weg. Und erzählen dann vielleicht am Abendbrot, wenn es noch gut kommt zu Hause, ein bisschen was von der Arbeit. Aber das bleibt alles abstrakt. Wirklich Erlebnis, was Erwachsene tun, fehlt den Kindern. Und das brauchen die. Und deswegen wäre ich, oder setze ich mich jetzt dafür ein, dass wir Schulen entwickeln, Schulen kriegen, wo die Kinder Menschen erleben können, die arbeiten. Handwerker, Gärtner und so weiter, Künstler, die was machen, schöpferisch, aber auch. Auch ein Bauer ist schöpferisch, ne? Und ein Handwerker auch, wenn er überlegen muss, wie das funktioniert. Stell dir einen Buchhalter vor, ne? Ja. Das ist hochspezialisiert. Mhm. Also die Menschen sind fleißig und wissen, was sie tun, aber oder vielleicht auch ein spezialisierter Arzt, aber auf einer sehr schmalen Spur unterwegs. Mhm. Und da fehlt das Übergreifende. Ja. Also ab einem bestimmten Alter muss sowas vielleicht auch mal drankommen in der Schule. Wie mache ich eine Buchhaltung, ne? Um ein Gespür dafür zu haben, was andere Menschen da machen, die so einen Beruf machen. Und ich behaupte, es ist viel wichtiger, dass diejenigen, die vielleicht mal in akademischen Beruf gehen, vorher mal was Praktisches erlebt haben im Arbeiten und wissen, wie es Menschen geht, die praktisch arbeiten. Und die, die in einen praktischen Beruf gehen, mal erlebt haben in der Schule auch mal, was machen eigentlich die, die da nur am Schreibtisch sitzen. Dass man einfach soziales Verständnis für die bekommt, die anders leben und anders arbeiten als man selber. Ja. Das halte ich für viel wichtiger, als irgendwelche Details zu lernen. Die kann man sich alle aneignen. Wenn man Interesse an der Welt hat, dann wird man die sich aneignen, die man braucht. Und letztlich weiß heute noch keiner, was die Menschen, die jetzt in der Schule sind, was die in 10 Jahren in ihrer Arbeit brauchen. Nee, das weiß keiner. Also wir müssen die fähig machen, dass sie sozial entwicklungsbereit sind und dass sie auch willig sind, selber was zu lernen. Und dann läuft das. Und andernfalls schaffen wir nur Fachidioten. Die nicht in der Lage sind, sich auf die Lebensverhältnisse einzustellen. Na, ist das jetzt eine Nebenwirkung oder ein Erfolg? Das mit diesen Fachidioten, das lasse ich jetzt mal offen. Das weiß ich nicht. Man hat ja gesagt, wo geht es weiter, wo soll es sich hin entwickeln? Wann oder was wäre eine Situation, wo du sagst, so ist es in Ordnung, jetzt kümmere ich mich um mein Gärtchen, die Welt ist in Ordnung. Wie stellst du dir das vor, wenn du jetzt eine Wunschfee hier vor dir hättest, zu sagen, so, mach das so und dann gibt der Hans-Günther Ruhe. Ja, das würde für mich das ungefähr so aussehen, dass wir die Rechtsverhältnisse, die wir in denen wir leben, selber mitgestalten. Es muss nicht jeder bei allen mitreden, aber ich muss die Möglichkeit haben, wenn ich mich dafür einsetzen will, auch wirklich mitzureden und nicht nur symbolisch jemanden zu wählen, der dann was ganz anderes macht, sondern wirklich mitgestalten können. Und das muss dann anfangen in kleinen Strukturen und sich daraus dann die größeren bilden. Also wirklich subsidiär, wie eigentlich mal die Bundesrepublik gedacht war von den Vätern des Grundgesetzes. Und das ist die eine Seite. Rechtsleben. Jeder Mensch, auch wenn er behindert ist, auch wenn er intellektuell ganz schwach ist, hat ein Rechtsempfinden. Und bei dem, wo es darum geht, wie wir zusammenleben, da kann jeder mitreden, jeder mitgestalten. Und da muss man aber nicht regulieren, was die anderen zu machen haben, wo die ihre Sachen machen, sondern nur das, was Zusammenleben ist. Und wo es um Wirtschaft geht, da müssen diejenigen, die da Fachleute sind, sich mit anderen zusammentun können und müssen die auch mit denen zusammentun, die vielleicht Verbraucher, die Konsumenten vertreten, nicht mit allen, aber eben mit Vertretern davon, mit denen, die da auch engagiert sind, um einerseits in ihre Position darauf einzugehen, was wird da gewünscht, gebraucht und wie können wir das gemeinsam so hinkriegen, dass das funktioniert. Also da muss auch Freiheit herrschen in
nee, nicht Freiheit, Quatsch. Mitsprache. Die Möglichkeit, die Gestaltungsmöglichkeit herrschen, dass diejenigen, die Fachleute sind, die Kenntnisse haben, die wissen, wie es geht, das machen können, ohne dass Bürokraten reinreden. Aber auch so verantwortlich, dass wenn Sachen schieflaufen, jetzt irgendwie Betrug ist, sonst irgendwas, dass man da zur Rechenschaft gezogen wird und nicht sich mit Geld freikaufen kann. Das geht wo? Also, dass Rechte käuflich sind, ist ein völliges Unding. Das geht eigentlich gar nicht. Gibt es das? Und das Dritte wäre dann, überall, wo es um ja, Geistesleben, Forschung, Bildung geht, Information, alles Mögliche, da muss totale Freiheit herrschen. Also ich habe jetzt zwei Bilder, nach dem, was du gesagt hast. Das eine ist, der Hans Günther dreht am Demokratiewasserhahn, wo es jetzt ein bisschen tröpfelt. Also es kommt Demokratie raus. Da soll jetzt ein dickerer Strahl rauskommen, mehr Mitbestimmung, mehr Mitsprache. Und das andere ist ein Hühnerhaufen, der quer durcheinander gackert. Weißt du, was ich sagen will? Also, weil du auch sagst, das ist ja ursprünglich vom Grundgesetz so gedacht, funktioniert jetzt aber nicht ganz mit dieser repräsentativen Entscheidungsfindung. Da möchte ich mehr Fachgremien, mehr Beteiligung auch der Bürger. Und das ist ja eigentlich auch das, was von jedem von uns erwartet wird. Ne? Das ist ja, was du gesagt. Wobei ich glaube, du hast mich etwas missverstanden. Deswegen versuche ich es zusammenzufassen. Ich will nicht grundsätzlich überall zum Beispiel direkte Demokratie. Weil das dann für mich in eine Diktatur der Masse ausartet. Mhm. Wenn die Mehrheit bestimmt, was die Minderheit machen muss, dann ist das unmenschlich. 9 von 10 Kindern finden Mobbing geil, ne? Typisches Beispiel, ja. Genau. Sondern wirklich nur an den Stellen, wo es um unser Zusammenleben geht, also als Beispiel mal, wie lange, wie viel müssen wir arbeiten und so weiter, an solchen Stellen Regeln finden. Auch im Verkehr Regeln finden, aber nicht, dass irgendwo JWD gemacht werden, sondern dass eine Gemeinde zum Beispiel bestimmen kann, da gab es schon mal Versuche, wir schaffen bei uns die Verkehrsschilder ab und hoffen auf die gegenseitige Rücksichtnahme. Wo die Versuche gelaufen sind, war der Erfolg viel weniger Unfälle, viel mehr Rücksichtnahme, aber es gab Gegeninteressen, die das nicht wollten. Und dann wurde es wieder abgeschafft. Aber dafür muss einfach eine Gemeinde, ob das ein Dorf oder eine Stadt ist, die Möglichkeit haben, ihre Regeln zu finden. Und solange darunter nicht andere leiden, gibt es überhaupt keinen Grund, von außen einzugreifen. Und heute haben wir immer irgendwie den Eingriff von irgendeiner Zentrale, die hierarchisch übergeordnet ist und die ja irgendwie begrenzt, in welchen Raum man vielleicht noch was regeln darf und wo nicht mehr. Es wird ja immer mehr abgegeben. Ja, und das ist immer schlimmer, immer mehr. Und wir müssen einfach darum kämpfen, diese Freiräume erweitern und gestalten. Also nicht nur gegen die was uns was vorschreiben, sondern wirklich diese Räume, die entstehen und die wir uns wieder freikämpfen, die auch miteinander gemeinsam gestalten. Also hat und das kostet Zeit und Kraft. Also hat die Wunschfee noch lange zu tun. Ja. Und du wahrscheinlich auch. Also ich sehe das als auch Lernprozess, weil wir das nicht sofort können, sondern wir müssen das üben und dabei lernen. Und dabei entwickeln wir die Fähigkeiten, mit solchen Sachen umzugehen. Ja. Ich denke, das ist im Leben überall so. Egal, was ich mache, ob ich Kinder erziehe, ob ich irgendein Beruf bin, ich muss die Sache lernen und dabei entwickle ich Fähigkeiten. Genau, mit der Veränderung der Verantwortung. Und dann kann ich mehr gestalten, wenn ich mehr Fähigkeiten habe. Und wenn das die Menschen gemeinsam machen, wird das immer besser. Und das ist dein Antrieb? Ja. Hans Günther, ich denke mal, da haben wir ein paar Antworten gefunden. Hast du noch was du vom Herzen bringen möchtest? Ja, also ich wünsche mir, dass diese Initiativen, die jetzt alle laufen, mit verschiedenen Richtungen Genossenschaften in unserem Gremium, unseren Gruppen hier, dass zusammen ja auch Sachen tun, nicht nur Demonstrationen, auch Feste feiern und so weiter, dass das weiter gepflegt wird und dass wir an der Stelle einfach uns nicht kleinkriegen lassen, sondern egal was von außen kommt, weitermachen, durchhalten und dazu stehen. Also ich bin zuversichtlich. Ich weiß nicht, wie es dir ich geht. Ich auch. Alles klar, schönen Dank, dass wir hier zusammen sein konnten.
Wir haben uns von Mücken ordentlich verhasen lassen. Nö, nee, das ging. Und schön, dass wir die Zeit füreinander hatten. Gerne. Danke auch.